Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Citizen. Hier, jetzt in unserem geliehenen Mining-Schiff. Und wir sind in Daymar. Da müssen wir uns jetzt nochmal eine schöne Mining-Zeit aussuchen. Wir gucken mal, was hier so alles angeboten wird. Und ja, was soll ich sagen? Ihr habt eine Kleinigkeit verpasst. Wir nehmen mal Kudro-Ohr. Und zwar, ich bin gerade in den Spool gegangen und der Quantum Drive hat sich gerade aufgeladen. Und genau in dem Moment muss natürlich hier, fahren Sie mal rechts ran, wir wollen mal Ihr Fahrzeug scannen. Und ich war schon am Aufladen und Wegfliegen. Das heißt, ich habe mir ein Crimestat nicht, aber ich habe mir auf jeden Fall ein Knöllchen eingefangen. Das müssen wir gleich bezahlen. Ne? Ideale Gelegenheit, euch das auch mal zu zeigen. So. Ja, es geht ums Minern. Wir haben jetzt gesehen, Handminern. Wir haben gesehen, Minern mit der Rock, mit den etwas größeren Bröckchen. Und als wir mit der Rock rumgefahren sind, haben wir auch schon die großen Brocken gesehen. Die richtig dicken Schnitzel. Nicht die kleinen Medaillönchen, sondern richtig dicken Schnitzel. Und ja, so viel zum Thema übrigens. Schön auf der Tagseite. Ja gut, passiert auch dem Besten hier. Mit dem neuen Flugmodell, das sich ja gefühlt wirklich häufiger ändert als meine Unterwäsche, müssen wir erstmal gucken, wie sich das anfühlt. Wir machen mal hier das Lämpchen an. Und ja, wir können auch hier schon mal so ein bisschen voraus scannen. Scannen hier in diesem wirklich dedizierten Mining-Schiff geht ein bisschen schneller als in der Grey Cat Rock, die ja viele Nachteile hat, viele Vorteile, viele Nachteile. Die Rock ist, wenn denn endlich Item Persistence herrschen würde, also nach einem 30.000er Absturz immer noch alles da wäre, was wirklich jetzt, also das, ich berate ja viele Spieleentwickler und das hier wäre der Mining Pin, ne, das ihr auch schon mal gesehen habt. Das wäre jetzt echt der Punkt, Leute, wo man mal ran müsste. Ganz ehrlich. So. Und dann gehen wir natürlich aus dem Auto-Cruise-Modus raus. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir auch absaufen hier. Und das würde darüber entscheiden, ob wir die VTOLs ausfahren oder nicht. Es gab nämlich eine Zeit, je nachdem, auf welchem Planeten du unterwegs warst. Und wir müssen dringend was trinken. Dass das Schiff einfach weiter beim Minern abgesackt ist, das wollte ich auch nicht. Weil einfach, keine Ahnung, die Anziehungskraft des Planeten so hoch war. So. Ich sehe immer noch nicht, ob die Lampen an sind oder aus. Und aus irgendeinem Grunde dreht sich das Schiff auch. Wieder in Yankees Flugschule nicht aufgepasst. Der hat bestimmt mal irgendwann erklärt, warum sich das dreht. Aber dieses Raumschiff hat ja keinen Propeller. Ne? Also, daran liegt es nicht. Gut. Profi-Tipp. Nehmt euch immer einen Fixpunkt. Ein Bereich, wo ihr hinfliegen wollt. Ich würde jetzt sagen, wir fliegen einfach mal dem Licht entgegen. Ne? Mal ein bisschen was sehen. Oder, was ich auch anbieten würde, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Oder sowas, ne? So eine Sternenkonstellation, so einen dicken Stern. Dass, wenn ihr hier minert, ihr nicht irgendwie im Kreis fliegt oder so. Ich würde jetzt einfach mal Richtung Licht fliegen. Siehst du am Ende des Tunnels das Licht? Sowas halt. Gut. Was mich beunruhigt, ist, dass wir noch gar nichts gefunden haben bis jetzt. Da ist was, okay. Könnte auch die Station sein, wir fliegen mal ran. Damit ihr auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie das jetzt funktioniert. Also, wir sehen jetzt hier das Scan-Bild. Und jetzt sind hier irgendwo in dem Bereich sind die Sachen, die wir haben wollen. Da ist auch schon der erste Lutschkiesel. Und ich glaube, wir haben... So sind die Lampen an, okay. Du hast ja nicht mal Lampen am Zaun. Nee, Lampen? Was labert der Typ da eigentlich? Okay. Dann, ich scanne vorher nicht normal, sondern ich gehe direkt auf den Mining Laser und scanne mit dem Mining Laser. Und wir sehen jetzt, es ist ein Gneis-Deposit. Darin enthalten ist Taranit. Huch. Da, Taranit, 14%. Ja. Und, Diamanten und Aluminium. Was man jetzt lernen muss, sorry, wenn ich das jetzt einmal ausführlicher erkläre, ist, welche Materialien sind hier im Bergbau wertvoll und welche nicht. Taranit ist, was habt ihr denn irgendwann im Kopf, ist, glaube ich, das drittwertvollste, was es gibt im Spiel. Da haben wir also direkt einen Glückstreffer. Und da sehen wir 14%. Das heißt, das lohnt sich,
meiner Meinung nach schon mal, den schon mal aufzumachen, mal reinzugucken, wie er denn zerfällt. Dazu sind wir jetzt hier im Fracture-Mode. Und wir wissen ja mittlerweile auch, wie riesig diese Dinger sind. Das täuscht immer so ein bisschen. Und genauso wie beim Handmining und im Rock geht es jetzt los hier, dass wir Energie da reinpacken müssen. Das Problem hierbei ist, ihr seht das schon. Oh. Erstmal, das Schiff macht komische Dinge. Manchmal. Und ihr seht, dieser Mining Laser ist fast zu schwach für das, was wir hier haben. Wir sehen, wir haben eine Resistenz von 0,62 und eine Masse von 4,1 Tonnen. Und es ist normal, dass ihr mit dem Standardlaser eigentlich so eine Sache nur schwer hinbekommt. Kann sein, dass ihr es schafft, wenn ihr ganz nah ranfliegt. Ihr seht das hier, ne? Jetzt, wo ich ganz nah dran bin und dann die Sonnenkonstellation noch irgendwie passend alle Planeten in Reihe stehen und ich mit zwei Fingern in der Nase bohre, kann das hinkommen. Aber hier müssen wir in der Tat aufgeben. Dafür gibt es einen Trick. Ich habe es im letzten Video schon gesagt. Ich kenne den. Ich werde den vielleicht mal irgendwann erklären. So dass ihr auch in ein gemietetes Schiff bessere Laser einbauen könnt. Warum empfehle ich euch das als Anfänger nicht? Wenn ihr das als Anfänger macht und ihr fliegt das Schiff in die Wicken, ist die Anschaffung weg. Und die Sachen, von denen ich rede, kosten irgendwie entweder 20.000 oder nochmal 100.000. Sind zerstört und kommen nicht wieder. Das ist das, was ihr wissen müsst, wenn ihr das machen wollt. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, kleine Deposits. Wenn wir da jetzt den Rock dabei hätten, wäre natürlich cool, haben wir aber nicht. Dieses neue Flugmodell geht mir jetzt schon auf den Senkel. So, was haben wir hier? Ja, seht ihr? Da haben wir jetzt die kleinen. Wir könnten jetzt versuchen, die auch mit dem großen Laser zu machen. Ich würde es einfach mal einmal probieren, weil wir sind ja hier noch in der Experimentierphase. Kicher. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil zu viel Energie ist. Wobei wir natürlich den schlechtesten... Wir haben ja jetzt den schlechtesten Laser. Das Problem ist nur, wir haben keinen Rucksack, in den wir es reinpacken können. Der Rucksack ist ja gerade im Moment kaputt. So, pass auf. Wir probieren es mal. Immer kleine Bursts. Könnte vielleicht gehen. Ja, also das... Nee. Übrigens, wenn ihr zu nah dran seid an so einem explodierenden Brocken, dann kann euch auch wirklich das Schiff um die Ohren fliegen. Es kann also so stark euer Schiff beschädigen, dass ihr wirklich davon Schaden tragt. Und ja, Mining ist übrigens auch ein weiterer schöner Schritt, den ihr machen könnt hier mit so einem geliehenen Schiff. Denn ihr lernt hier unglaublich gut fliegen. Also nein, ich meine damit nicht, ihr lernt gut fliegen, sondern ihr lernt gut... Also, vielleicht wird noch ein Satz draus. Ihr lernt halt ganz gut, wie man fliegt. Okay. So, hier, nächstes. 18% Diamant. 2,5 Tonnen. Den werden wir zerlegen können. Wir haben den schlechten Laser. Das heißt, wir müssen uns auch mit schlechteren Sachen zufrieden geben, tatsächlich. Diamant ist jetzt nicht so wirklich wertvoll, auch wenn es so klingt. Da würde ich euch empfehlen, es sollte auf jeden Fall mehr als 20% Diamant drin sein. Ich sehe mal bei 18, deswegen machen wir es mal. So, und ihr seht jetzt, der hat einen Widerstand von nur 0,18, also deutlich weniger, und eine Masse von 2,5 Tonnen, auch weniger. Und da kommen wir hier sogar mit dem Standard 0815 Bergbaulaser ran. Wie gesagt, wenn euch das Schiff gehört, und mit einem Trick auch bei geliehenen Schiffen, könnt ihr die Mining Laser ausbauen gegen stärkere. Die haben dann zum Beispiel mehr Energie. Es gibt auch Mining Laser, die mehr Energie haben, aber das grüne Feld verkleinern. Ja, das heißt, es geht schneller, ihr habt mehr Wumms, könnt größere Brocken zerlutschen, aber das grüne Feld wird viel kleiner, ihr müsst also viel präziser arbeiten. Und dann gibt es die richtig teuren, die haben mehr Energie und machen das große Feld, das grüne Feld, in dem wir uns hier bewegen müssen, da unten Rock Energy Level, machen das auch noch größer. So, jetzt seht ihr, der Fels ist in mehrere Teile zerbrochen, oder das Deposit, ja? Und jeder dieser Teile kann wiederum zerlegt werden. Wir wollen das Aluminium, wollen wir nicht haben. Wollen wir wirklich nicht, ne? Das ist wirklich ein schlechtes Mineral, das nehmen wir nicht mit, weil wir haben begrenzten Frachtraum. So, das heißt, diese beiden Brocken hier, die fallen schon mal weg. Jetzt haben wir hier noch einen, da gucken wir mal. Und da sehen wir 46% Diamant, das heißt, den zerlegen wir jetzt weiter.
Und zwar so lange, bis zu einem bestimmten Prozentsatz dann nur noch das Material da ist, was wir haben wollen. Und ich habe mal überlegt, ob wir vielleicht mal wieder einen Livestream machen, wo wir einfach nur minern. Über Gott und die Welt und Planeten und Weltraum reden und dabei einfach gemütlich minern. War so eine Idee von mir. So, jetzt zerspringt der nochmal in weitere kleine Teile. Und mit etwas Glück, den wollen wir nicht. Ne, seht ihr? Das ist Aluminium, wollen wir nicht. Jetzt, achso, nochmal kurz erklärt. Da steht jetzt ja 4%. Das heißt, der Rest, oh, 100% Diamant, den saugen wir mal ein. Der Rest ist mit anderen Worten Schrott. Das heißt, das sind Steine, Geröll, die nichts wert sind. Das heißt, wir würden 95% Mist an Bord nehmen. So, hier muss man überlegen. 25%, 7% des Aluminiums ist auch noch ein bisschen was wert. Nehmen wir das mit. Ich würde sagen, achso, das müssen wir nochmal zerkleinern. Okay, dann zerkleinern wir das noch weiter. Das heißt, du hast mit jedem Mal aufsaugen. Hier hast du die Option. Ich nehme jetzt mal ein Rechenbeispiel. Wir nehmen mal an, da würde jetzt stehen 50% Diamant, 100 Kilo. Das bedeutet, du nimmst, wenn da 100 Kilo steht und 50% davon ist Diamant, 50 Kilo Diamant mit und 50 Kilo Schrott. Diese 50 Kilo Schrott verhindern natürlich irgendwann, die machen, nehmen natürlich den Platz weg in deinem Inventar, dass du noch mehr andere Sachen mitnehmen kannst, ja? Na, da musst du jetzt überlegen, was nehme ich wirklich mit, was nehme ich nicht mit. So, gucken wir mal wieder, was haben wir hier? Bleib stehen. So, 69 Kilo, 20% Diamant, 19% Aluminium, der Rest ist Schrott. Nehmen wir mal mit. Wir wollen ja erstmal vom Grundprinzip verstehen, wie das Mining funktioniert, ja? So. Nächster Brocken. Was haben wir denn hier? 42, nehmen wir mit. Noch schöner ist natürlich 100%. Aber was willst du machen? Ja, nicht mehr wünscht dir was. Sowas zum Beispiel, 100%. Aber nochmal, Diamant ist jetzt nicht wirklich wertvoll, nur irgendwas müssen wir nehmen, weil wir haben natürlich noch den Standard-Laser und der ist, wie gesagt, wirklich nicht gut. So, Aluminium lassen wir liegen. Es kommt auch immer bei diesen Scans oben als erstes das wertvollere Material. Das heißt, wenn da Aluminium als erstes aufploppt, wissen wir schon, meh, wollen wir nicht. So, auch Aluminium, auch Aluminium. Und ihr seht, ne, wie schön man das Schiff hier auch so ein bisschen steuern kann. Das ist ein bisschen behäbiger geworden. Habe ich den Eindruck. 27% Aluminium, lass mal liegen. Scan 58% Aluminium. Da müssen wir nochmal ran ans Zerbrechen. Auch da, ne? Wenn wir jetzt einen stärkeren Laser hätten, dann wäre es natürlich auch schwerer, das zu dosieren. Aber das grüne Feld würde viel größer werden. Übrigens mag ich es auch, wenn ganz bisschen Overcharge drin ist. Denn dadurch reagiert die Physik des Spiels so, dass das hier mal zerlegt wird. Dass wir an Sachen drankommen. Seht ihr das? Natürlich ist es nicht so gut, wenn die jetzt kilometerweit fliegen. Das wollen wir eigentlich nicht. 60% Aluminium, lass mal liegen. Aluminium ist wirklich nichts wert. Und so könnt ihr euch jetzt eine schöne Ladung zusammenstellen. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Weil da sehr wenig Schrott bei ist. Und ein bisschen kriegen wir jetzt auch noch fürs Aluminium. 52, nehmen wir mit. Aber idealerweise wollt ihr wirklich nur 100% reine Ladung haben. Ne? Kann man auch schaffen. Aber nicht. Aber dann braucht man wirklich auch, ich sag mal, Vorkommen, wo ein hoher Anteil auch von den sehr wertvollen Materialien dran sind. Und da kannst du hier richtig schöne Ergebnisse erzielen. Nehmen wir auch mal mit. Und ihr seht ja, 30% ist unser Laderaum schon voll. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge dann auch noch mal ein bisschen minern und dann verkaufen und gucken, was dabei rumgekommen ist. Wenn wir keinen 30.000er kriegen. Nehmen wir auch mal mit. Also die Grundprinzipien immer hier beim Minern gleich. Egal, ob wir
Schwermeinern oder Kleinmeinern. So, und jetzt haben wir noch einen schöneren Orientierungspunkt. Hier haben wir nämlich jetzt Crusader geht auf, sozusagen. Und das ist ideal, weil wenn wir jetzt auf Crusader zufliegen, fliegen wir auch auf unsere Abladestelle zu und müssen keinen Orbitalmarker suchen, um da irgendwie hinzukommen, ne? Sehr, sehr praktisch. So, was haben wir hier denn für leckere Schnubbel? Bin doch wirklich mal gespannt, wann sie Crusader überarbeiten werden. So, wir schauen. Ups. Gold ist... Ach, Gold. Wer braucht schon Gold? Lassen wir mal liegen. So, da haben wir wieder ein großes. Und noch eins. Na, ihr seht dann an den unterschiedlichen Aussehen, was was ist. Beryl ist auch wirklich nichts wert. Lassen wir liegen. Korundrum ist auch nichts wert. Der feine Herr Dekadenz lässt einfach mal alles liegen hier. Tungsten ist auch Müll. Lassen wir liegen. Und so geht eure Mining-Reise weiter. Es ist übrigens dann anzunehmen, dass die dass ähnliche Brocken hier in der Gegend dann auch gleiche Beschaffenheiten haben. So, hier werden wahrscheinlich wieder kleine Brückchen. Ich stellt euch vor, wir hätten jetzt unsere Handmining-Ausrüstung dabei und einen funktionierenden Rucksack. Das hier ist, glaube ich, Handmining. Dies gibt es auch an der Oberfläche. Schaut euch das mal an. Ne? Also das wären jetzt so kleine Handmining-Brückchen, müssten das sein. Auch die kann man wieder scannen. Im letzten Patch sind die rausgenommen worden, was ich schade fand. Ich weiß nicht, was hier für eine Temperatur herrscht, aber wir sollten vielleicht mal überlegen, ob wir hier mal nochmal wieder hinkommen und dann einen Rucksack dabei haben und dann auch, wenn wir diese kleinen Brocken finden, dann Handmining machen. Das ist ja Win-Win sozusagen, ja? Wäre eine Überlegung wert. So, und an der Hand der Größe dieser Kästchen kann man auch meistens schon erahnen, ob das ein großes oder kleines Vorkommen ist. Wieso dreht er immer ab hier? Merkwürdig. Gut, ich würde mal ein bisschen weiter scannen. In der nächsten Folge werden wir auch noch ein bisschen weiter scannen und Bergbau machen. Und ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, selber spielen willst, Link in der Videobeschreibung. 5000 UEC, wenn du meinen Referral-Code benutzt, unterstützt du auch meinen Kanal. Und nimmst am Giveaway teil, wo du dann nochmal die Chance hast, auf weitere 50.000, die ich einmal im Monat als Giveaway raushaue. Und ich glaube, wir müssen dann doch mal die Vitols reinhauen, weil der zieht mich jetzt hier runter. Und wir schauen mal kurz hier. Den machen wir noch, komm. Vector Mode. Boah. Oh, Doktor. Ja, 6600, die werden wir mit dem kleinen Laser nicht kaputt kriegen. Agrizium ist relativ wertvoll, das würde ich schon nicht von der Bettkante schubsen. Aber leider... Leider ist der Brocken zu groß für den kleinen Laser. Tungsten ist wieder Schrott. Und dann haben wir da hinten ja noch ein Depot gehabt. Da gucken wir auch nochmal eben. Und das tut mir echt leid, ne? Dass wir jetzt hier die kleinen Sachen nicht mit einsammeln. Ich würde da wirklich anhalten, rausgehen, die Sachen einsammeln. Aber leider funktionieren derzeit die Rucksäcke in den Kälte- und Wärmeanzügen leider nicht. So, komm, den gucken wir noch und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Ihr seht schon, man kann da nie... Mann, das ist so ein bisschen... Wieso dreht der immer zu einer Seite? Hä? Was macht der jetzt? Der macht hier immer irgendwelche Lenkbewegungen, die ich gar nicht mache. Wirklich jetzt. Ganz... Nicht, weil ich das nicht kann, sondern er macht das wirklich. Und 3,9... Titanium. Naja, könnte man... Und Gold. Könnte man, wenn man es, ich will es ja erstmal nur zeigen, könnte man den eigentlich mitnehmen. Am wertvollsten ist übrigens Quartanium.
Wenn ihr das findet, das werden wir mit diesem Laser hier nicht auseinanderbekommen, dann habt ihr sogar eine zerfallende Ladung und ihr müsst dann sehr schnell, gibt dann immer mehr Warnung, irgendwann explodiert dann das Schiff, wenn ihr nicht aufpasst, ich übertreibe jetzt etwas. Ihr müsst das dann sehr schnell abliefern. 7% Diamanten, nee, das lassen wir mal. Gut, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. In der nächsten Folge geht es weiter hier in unserem Mining-Schiff und dann werden wir mal gucken, was für einen Erlös haben wir. Und merkt ihr dieses Gefühl, was auftritt? Oh Gott, hoffentlich stürzt es jetzt nicht ab. Wir haben ja schon ein bisschen was getan. Das wäre dann alles weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.